So, wir führen jetzt hier ein Gespräch auf höchstem Niveau sozusagen. Wir sind nämlich auf der Festkogelalm in 2668 Metern Höhe und ich habe hier den Leo vom Ötztal-Tourismus. Leo, du kennst dich aus. Wie ist deine Bilanz? Wir haben ja Frühlingsanfang jetzt auch kalendarisch von diesem doch etwas eigenwilligen Winter bei euch herum. Ja, Christian, wir können eigentlich vom bisherigen Winterverlauf eigentlich nicht klagen. Wir haben eigentlich seit dem Aufsperren Mitte November haben wir aufgemacht. Seitdem haben wir super Schneeverhältnisse, sind gut in die Saison gestartet mit viel Schnee. Vor Weihnachten ist es ein bisschen weniger geworden, aber seit dem Opening haben wir super Schneeverhältnisse. Man sieht es hier auch noch. Es ist noch weiß, man kann noch Skifahren und wir können bisher nicht klagen. Wir wurden von Frau Holle sehr gut versorgt. Wie viel Schnee habt ihr hier noch, sagen wir mal so in 2000, 2500 Metern Höhe? Also hier oben würde ich sagen, liegt ungefähr 1,5 Meter noch, ja, auf den Pisten. Im Tal unten wird es natürlich schon ein bisschen weniger. Da haben wir nur noch so 15 bis 30 Zentimeter, je nachdem. Aber ansonsten ist hier alles noch weiß. Ich habe hier oben die Zeit Mittag ein bisschen in der Sonne verbracht. Und wenn man auf die Pisten schaut, dann verliert sich das in diesem gigantisch großen Skigebiet. Wie ist das? Hast du den Eindruck, dass die Leute, die ja unten eigentlich schon den Frühling haben, wo die Forsythien schon blühen, trotzdem noch kommen zum Skifahren jetzt so gegen Ende März? Also im Tal klopft der Frühling schon an die Tür, auch im Ötztal. Ja. Hier am Berg oben kann man noch Skifahren. Eigentlich muss man sagen, Christian, ist es jetzt die schönste Zeit zum Skifahren. Ja. Es ist nicht mehr ganz so kalt, die Temperaturen sind angenehm. In der Früh auf die Piste, dann hat man noch perfekten Schnee. Am Nachmittag noch ein bisschen in der Sonne sitzen, vielleicht beim gemütlichen Après-Ski, hier auf der Festkogelalm in Obergurgl zum Beispiel. Aber jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit, die Frühjahrssonne zu genießen und nochmal auf die Bretter zu gehen. Das ist absolut richtig, wenn man die nötigen Vorkehrungen trifft. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Man muss sich wirklich warm einpacken, denn im Schatten weht ein kalter Wind. Es braucht den Sunblocker. Selbst wenn man nur eine Viertelstunde in der Sonne ist, da kriegst du sofort einen fetzen Sonnenbrand. Und wir haben das Thema Firnschnee. Das ist doch, sagen wir mal, für den Nichtfachmann was ganz was Spezielles. In der Früh, wenn es kalt ist, dann ist der Schnee wie im Winter. Aber was passiert denn dann? Ja, dieser Firnschnee war eigentlich immer legendär. Im hinteren Ötztal Obergurgl ist auch mit Firnskifahren bekannt geworden. Wir haben hier super Verhältnisse dazu, wir haben die richtigen Hangexpositionen, wir haben die richtige Höhe. Das bedeutet, dass dann, wenn die erste Sonne rauskommt in der Früh, im Vormittag, dann wird der gefrorene Schnee ein bisschen weicher. Ja, da wird die obere Schicht ganz weich, ganz aufgeweicht von der Sonne. Und dann hat man eigentlich den perfekten Firnschnee und kann auf dem so richtig lässig ins Tal gleiten. Und dieses Firn-Skifahren in der Sonne hat eigentlich einen ganz besonderen Flair. Ja. Und wie gesagt, in Obergurgl fahren wir noch bis 4. Mai und bis da kann man noch den Firnschnee perfekt genießen. Jetzt der Firnschnee ist das eine, aber die Skiausrüstung und wie man auf dem Firnschnee fährt, das andere. Wie ist denn da im Moment sozusagen der Trend? Wie fährt man auf dieser Art von Schnee? Also beim Firnschnee kann man eigentlich ganz normal fahren, wie auf der normalen Piste auch. Ja, vielleicht braucht man ein bisschen breitere Ski, weil der Schnee ein bisschen weicher ist. Ganz modern ist jetzt auch das Telemarken. Ja. Firn ist das Perfekte eigentlich für die Telemarker, aber auch für die Freerider, für die Off-Piste-Fahrer, die dann die Firnabfahrten genießen. Zu bedenken gibt es eigentlich nichts Besonderes. Gut ausrüsten, ein bisschen eincremen, dass man ein bisschen eine Farbe mitbekommt vom Firn-Skifahren und ansonsten kann es eigentlich schon losgehen. Ja, Leo, du hast es gesagt, bis zum 4. Mai geht hier noch was mit Skifahren. Die Pisten sind in hervorragendem Zustand, aber damit nicht genug. Ihr habt noch einiges vor für die Skifahrer und Snowboarder. Richtig, Christian. Wir versuchen noch die Saison ein bisschen zu verlängern. Das Skifahren geht ja noch perfekt. Wie gesagt, bis Anfang Mai kann man dann noch den Firnschnee genießen. Man kann aber noch ein bisschen was erleben hier in Obergurgl, Hochgurgl. Zum Beispiel haben wir am 29. März noch einen Freeride-Bewerb, wo wir die weltbesten Tiefschneefahrer, die weltbesten Freerider nochmal in Obergurgl haben, die sich da matchen bei einem Bewerb. Und wir haben noch was ganz Spezielles. Am 26. April machen wir eine Modenschau am höchsten Laufsteg der Alpen, am Top Mountain in Hochgurgl, gemeinsam mit der Rebecca Ruetz, das ist eine österreichische Modedesignerin. Und da werden wir noch ein bisschen Lifestyle und Fashion auf 3080 Meter bringen. Das klingt ja sehr eindrucksvoll. Da muss ich wahrscheinlich noch vorbeischauen, damit ich nicht zu antiquiert daherkomme im nächsten Winter.